Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch. Warum raste ich jetzt am Ort der Gnade, Mann? Soll dieses Ding hier... Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Elden Ring. Ich habe meine zwei tapferen Recken hier immer noch am Start. Terra ist schon mal wieder mit da. Jetzt fehlt da nur noch gleich die gute Maya, aka Chris. Und dann gehen wir heute gemeinsam noch die Kristallhöhle an. Es gab letztes Mal leichte Kommunikationsprobleme so, aber das wird jetzt wohl schon. Ich sag mal, Chris, er soll sein Feuer nochmal... Chris, kannst du dein Zeichen nochmal neu setzen? Hier ist nichts. Terra hat geklappt. So, Chris soll mal sein Zeichen nochmal neu setzen, weil hier ist einfach nichts zu sehen. Guten Tag, Terra. Hallo, ich werde mich verbeugen. Eine Verbeugung an den tapferen Recken. Reck eins. Und da ist auch schon Maya. Guck mal. Lässt sie nicht herbeirufen. Okay, warte, war zu langsam. Nochmal. Die haben das beide genau an die gleiche Stelle gepackt. Deswegen hat das nicht funktioniert. Die waren so übereinander gelegt. Ja, guck mal. Jetzt aber. Maya. Da will noch mal jemand sagen, das Multiplayer-System von Elden Ring wäre in irgendeiner Form kompliziert, nicht wahr? Das ist ja also... Wer würde denn sowas behaupten? Habe ich noch Kaffee? Ich habe noch Kaffee. Sehr schön. Das würde doch niemand behaupten wollen, oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Ne? Jo, Leute, wir sind wieder vollzählig. Ich muss ja sagen, durch die Akademie sind wir ja durch wie durch Butter. Ich fand ihn tatsächlich für den Legendary Dungeon schon fast zu klein. Aber gut, es lag auch daran, wir sind einfach nur straight durch zum Boss, ne? Also da gibt es noch mehr zu erkunden, so ist es nicht. Gut, let's go. Wie gesagt, wir werden das dann auch noch gemeinsam machen. Da kannst du halt noch auf die Dächer und so weiter und so fort. Also da wird noch ein bisschen was kommen. Das werden wir dann auch danach gemeinsam noch solo angehen. Jetzt machen wir, wo wir gerade so fleißige Gesellschaft am Start haben, machen wir dann heute eben nochmal hier zusammen die Kristallhöhlen. Denn wenn ich hier die Boys and Girls schon mal am Start habe und die sich hier wirklich extra für mich die Zeit nehmen an diesem wunderschönen Sonntag, dann kann man das auch mal würdigen, dass wir hier auch gemeinsam weitermachen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Mir macht es auf jeden Fall Mods Gaudi, ne? Und ja, danke schon mal nochmal erneut hier an meine zwei tapferen Recken, die mich hier tatkräftig unterstützen. Somit echt auch an dieser Stelle hier nochmal vielen lieben Dank an Chris, aka Maya und Terra für eure tatkräftige Unterstützung hier in diesem wunderschönen Dungeon. Bist du tot? Ist er tot? Ja. Okay. Ja, Akademie hat wie gesagt schon richtig Bock gemacht. Wurde am Ende etwas planlos, weil wir danach leichte Kommunikationsprobleme hatten und zu rein, was wir jetzt nächstes machen sollen. Das tat mir ein wenig leid für die Zuschauer auf YouTube. Hoppala, da gab es so ein leichtes Missverständnis. Sehr schön. Hier habe ich mich ja schon mal durchgekämpft, also da können wir ruhig die anderen ein bisschen mehr Arbeit machen lassen. Ne? Das ist nicht so verkehrt. Ich glaube, die wissen nicht, dass ich hier schon war. Deswegen, ich war hier ja schon. Und, wir waren bei den Kristallgegnern, wo ich seinerzeit meinte, die sind zu krass, da müssen wir wieder abhauen. Das war gar nicht so. Ich habe das mit meiner besseren Hälfte erzählt und meinte so, ich war bei dieser Kristallhöhle da, ey, ohne Spaß, habe mich komplett weggebumst. Da muss ich wohl später nochmal kommen, da hat er nur gelacht, nee. Du musst einfach draufhauen. Immer wieder draufhauen. Man muss nämlich erst bei den Kristallen die Kristallschicht wegmeddeln und wenn die weggehauen ist, danach gehen die dann wie Butter kaputt. Also man muss einfach nur hoppala, ausdauernd sein und draufmeddeln. Er ist geil, oder? Er ist der richtige Zauberer, oh mein Gott. Er ist der Zauberer mit Skill, weil er hat den Spitzhut. Und Leute mit Spitzhut, das sind die echten, wahren Zauberer. Doch, und da ist gleich wieder einer, da oben. Wieso treffe ich den nicht? Gibt's ja wohl nicht. Sehr unhöflich von ihm, mich hier einfach so zu hauen. Naja, wir kommen ja gleich. Wir sind hier gerade noch beschäftigt. So. Ich rolle mal kurz durchs Interieur und dann kann es auch weitergehen.
Ja. Guck mal, da ist jemand ungeduldig. So. Hey! Ja, wir kommen ja schon. Müssen wir jetzt da rein? Ja. Was denn? Ist hier was los? LOL! Okay, cool. Das war lollig. Ich bin hier damals so und hab den da. Jetzt habt ihr zugesehen, gegebenenfalls. Ich hab den ja dann einfach darunter geschossen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass hier ein Geheimgang ist. Cool. Da springe ich doch mal vor Freude. So, danke für den Hinweis. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Das ist nicht so ein Ding. Ich könnte mir das auch echt vorstellen als Let's Play-Projekt, wenn du jemanden hast. So einen richtigen Kumpel, mit dem man sich richtig gut versteht, das gemeinsam im Koop durchzudaddeln, weißt du so? So ein Let's Play Together oder so. Das könnte ich mir mit Elden Ring auch ganz gut vorstellen, weil du dann, da kannst du echt Gaudi haben, ne? So, Leute, habt ihr Bock? Auf geht's. Wir gehen mal wieder rein da. Ich fand die letztes Mal schon ätzend. Man muss halt aushalten, ne? So. Der Trick ist wohl, wie gesagt, einfach draufhauen. Eieiei, das ging einfach durch. Man muss da wohl einfach draufhauen. Terra ist tot. Nein, nee, doch nicht. Oh mein Gott. Sah so aus. Die Anzeige war nicht mehr da. Oh. Geilomat. Junge, Junge, Junge. Oh, das war dumm von mir. Das hätte ich auch besser lesen können. Da kommt jetzt hier, zum Glück arbeite ich gerade mit Terra zusammen und Chris hat das nicht gesehen. Weil das wäre jetzt so ein klassischer Chris. Du musst doch mal lesen, was die Gegner machen. Die Gegner lesen, Fuchs. Ja, das war genau so ein Moment. Hey, ich hab hier am Getränk getrunken. Das ist sehr unhöflich. Wenn man am Trinken ist, da hört man auch mit so einem Scheiß. Ja, wie stabil sind die denn? Unnormal. Oh, oh, oh. Alter, was? Der erste ist Plattmann, meine Herren. So, Maya hat hier echt gut die Stellung gehalten, solo. Let me solo her, sozusagen. Nur mit mehr Klamotten. Puh. Er steht da halt echt ein bisschen scheiße, ne? Okay, bewegt sich wieder. Na gut. Jetzt wird draufgehauen, Leute. Und rauf da, was geht. Hör ja auf zu zaubern, Junge. Komm. Jawollo. Danke, meine zwei Linien. Kristallexplosion. Okay, das war das, womit die uns behakt haben. Yay. Damit wäre das auch erledigt. Ich danke euch. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Und da gleiten sie dahin. Da gleiten sie dahin. Sehr schön. Also auch an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an die beiden. Terra und Maya für eure grandiose Unterstützung. Damit sind dann auch diese zwei Kristallbiester tot, die ich ja im Alleingang nicht geschafft hatte. Weil ich aber auch dachte, ich bin noch zu schwach. Wäre ich gar nicht gewesen. Ich hätte... Na gut, wahrscheinlich schon. Also ich fand die... Ich glaube, Solo wären die echt ein bisschen übel gewesen. Jetzt den Aufzug hoch, Fuchs. Okay, können wir uns danach nochmal treffen? Vielleicht geht's nochmal weiter mit den beiden. Mal schauen. Machen wir erstmal einen Trank rein. Jetzt lande ich doch bestimmt in der Akademie, oder? Das ist doch bestimmt der Hintereingang in die Akademie rein. Muss doch. Wo bin ich jetzt? Ja, siehst du wohl. Das ist ein Hintereingang, du. Ahnst es ja nicht. Da kann ich bestimmt einen Shortcut öffnen. Wollen wir wetten? So wäre man also auch reingekommen. Wäre man dann ohne den Schlüssel in die Akademie gekommen, falls man halt den Drachen nicht besiegen möchte.
Terra Magica. Haha, warte, muss ich hier erstmal schreiben. Was findet man da oben? Terra Magica. Zufall? Ich denke nicht. So. Okay, das war doch mal nice. Kann man hier noch irgendwo hin? Glaube auch nicht. Lügner voraus. Erdenbaum. Oh, Erdenbaum. Oh, da ist er. Oh. Der Erdenbaum. Erstens, abspringen. Nee, du lass mal stecken, ey. Ich möchte bitte meine Seele noch behalten. So, Leute, das hat echt viel Spaß gemacht. Visionen hier von Sterne. Ich sehe da nur den Himmel. Keine Sterne. So, dann gehen wir mal da rum. Gehen wir mal da rum. Geht's hier sonst noch irgendwie in die Akademie rein? Nee. So. Ich fahre jetzt wieder hinab. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich dran, soweit, dass wir uns gemeinsam an die Akademie machen können. Jetzt dann solo, ne? Dass wir da nochmal durchlatschen von Anfang bis Ende und gemeinsam nochmal schauen, was es da noch zu entdecken gibt, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das Sinnigste, was wir so machen können. Und dann gilt es, auf jeden Fall den Wolfsmann nochmal wieder zu treffen, der hier noch ist. Ich gehe nochmal eben gerade hier diesen Dungeon durch, ob wir jetzt auch alles gesehen haben. Aber ich glaube, ja. Ich war hier ja schon mal solo drinne und da hatten wir eigentlich schon so ziemlich alles gesehen. Ich denke, wir haben hier nichts verpasst, aber man weiß es nicht so genau. Deswegen lass uns nochmal eben kurz gucken, dass wir da einmal nochmal schnell durchrennen. Also hier hatten wir alles, da hatten wir alles. Den Geheimturm, Raum hatten wir da oben. Das war auch okay. Hier ist noch ein bisschen Moos. Genau, da waren wir. Hier rein. Ich glaube, wir hatten hier alles. Gut, die Höhle ist nicht groß, wir latschen die nochmal kurz ab, komm. Hier hatten wir auch alles, hier war auch nicht viel. Paar Zauberer. Ja, hier gab es Items, ich erinnere mich. Da gab es bei ihm hier ein seltenes Item. Ich glaube, ein Schlüssel, so ein Steinschwertschlüssel oder so war da drin. Okay, hier hatten wir soweit alles. War ich da oben? Kristallhöhlenmoos. Damit kann man bestimmt irgendwas Magisches machen. Dafür ist das bestimmt da. Okay, ne, ich glaube, da sind wir durch. Dann haben wir tatsächlich alles gesehen. Also es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich dachte, wir werden mehr Stress haben, muss ich sagen. Wir sind da wirklich relativ gut durchgekommen. Bis auf unser eines Kommunikationsproblem nach den Endboss. Einfach nur darum, weil keiner Bock hatte, sich auf einen Ort der Macht festzulegen. Hat das wirklich gut geklappt. Also da muss ich einfach mal echt mal Lob auch an die beiden jetzt aussprechen. Das war wirklich cool. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal für euch beide und eure tatkräftige Hilfe. Ihr schade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt immer noch mal kurz auf zur Tafelrunde. Gucken, ob wir da unser Schwert noch mal verbessern können, weil wir haben ja gerade wieder Schmiedesteine eingesammelt. Und es könnte sein... Ey, dieses Game, es ist einfach nur geil. Einfach nur geiles Game. Habe ich das schon mal erwähnt, dass dieses Game einfach nur geil ist? Und überleg mal, wir haben bis jetzt nur das gesehen und das gesehen. Und wir haben noch das Ganze da oben zu sehen, das hier in der Mitte zu sehen, dieses ganze Gabbelgebiet. Also wir haben noch so viel zu erkunden. Den ganzen Kram unter der Erde, da geht es ja noch in diesen Brunnen rein, wo ja auch noch lauter Zeug ist. Also es ist schon einfach verrückt. Es ist einfach verrückt. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Ich guck mal eben, ob ich mein Schwert verbessern kann. So, warte, bei unserem ersten Treffpunkt kannst du jetzt durch den Schleier gehen. Dort können wir uns nochmal treffen. Okay, Moment.
Dann treffen wir uns gleich nochmal dort, wo alles begann. Ich muss kurz nur noch mein Schwert upgraden, beziehungsweise versuchen, ob es geht. Und dann tapps ich da wieder hin. Wir probieren es also gleich nochmal. Dann werden wir die Antwort finden. Die Antwort, ob es nach Bossbesiegung weiterhin möglich ist, Leute da rein zu spawnen oder nicht. So, jetzt reden wir kurz mal mit ihm hier. Moin. Ah, das sagst du doch die ganze Zeit. Kann ich meine Waffe verbessern? Nein. Schmiedestein Stufe 3. Den Bogen könnte ich verbessern. Langbogen. Immer noch das Kackding, ne? Den verbessere ich mal nicht. Es gibt ja wohl einen besseren, wurde mir gesagt. Ich glaube von Terra sogar. So, ich sag den kurz Bescheid, dass ich mich auf den Weg mache. So, ich mache mich auf den Weg. Los geht's. Also wir versuchen es nochmal. Das war jetzt dann in der Akademie. Mein Zeichen sitzt. Ja, dann schauen wir mal. Ah, es bockt schon, ey. Immer ein geiles Game. Das war jetzt hier, ne? Haupttor der Akademie, oder? Oder? War das da? Lass mal eben zum Haupttor gehen. Aber ob es klappt, ist fraglich. Ich glaube nicht, dass es klappt. Also, die Frage ist, die sind auch am Zweifeln. Ich glaube nicht, dass es geht. So, ich kann jetzt hier durch irgendeinen Schleier gehen. Den da wahrscheinlich, oder was? Oder den da? Wir werden es gleich sehen. So, ich versuche nochmal mein Glück. Wir gucken nochmal, ob wir die zwei nochmal wieder dazu bekommen. Aber ich glaube auch nicht, dass es geht. Weil das irgendwie, nachdem man den Boss besiegt hat, wohl nicht mehr funktioniert. In dem Legacy Dungeon. Wahrscheinlich so, damit man den Rest dann auch alleine erkunden muss. Ist ja auch okay, ne? Hier mal gucken. Wir warten einen kurzen Moment und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Es sieht nicht so aus, als würde es klappen. Warten wir noch einen Moment. Ich gehe eine kurze trinken, ein Schlückchen Kaffee, ne? Ah, so. Dann checken wir kurz E-Mails. Nur noch wenige Stunden. 6 Monate plus gratis für Neukunden und Upgrade von der GameStar. Also Grüße gehen raus, wer jetzt GameStar Plus haben möchte. Habt ihr nur noch 6 Stunden Zeit, ne? Wenn ihr das hier seht, ja, 5 Tage zu spät, aber egal. Also, hier scheint nicht zu klappen. Dann können wir leider sagen, das löbt leider nicht. Nöp. Wie ich mir dachte. Das scheint nicht mehr zu klappen, nachdem der Boss wurde. Notfalls auf die Brücke laufen und dort ein Zeichen setzen. Ich weiß nicht mal welche Brücke, aber wir probieren mal unser Glück. Was ist mal so süß? Musst du auf die Brücke laufen? Fuchs, deine Orientierungen sind ja wie so ein Mülleimer. Brücke? Welche Brücke? Ich versuche mal dieses Siegel zu untersuchen. Kann ich das jetzt brechen? Ah, guck mal, dann lädt er. Ich glaube nicht, dass wir, also durch eine Ladezone hinter dem Siegel. Hochstraße von Belum. Meint er diese Brücke? Oder welche Brücke? Ach, ich frag mal nochmal kurz nach. Meinst du Hochstraße von irgendwas? Mal sehen. Also durch das Siegel werden wir gemeinsam nicht durchlatschen können. Wo sind wir denn hier? Hier war ich doch schon mal. Da ist die gute Frau wieder, die meine Finger haben möchte. Gib mir deine Finger. Gib sie mir. Guten Tag. Na, alles im Lot bei dir? Erzähl mal. Christian wollte mir noch Schwerter geben, genau. Ich hab noch Schwerter, krieg ich gleich noch zugesteckt. Das müssen wir noch machen eben. In Kalett im roten Gebiet. Nee, Leute, da gehen wir jetzt nicht hin. Okay. Oh, es wird stressig. Okay. Lass uns mal für die Übergabe noch einen Ort aussuchen,
Alles weitere wird wohl nichts. Wir kommen in den Legacy Dungeon nicht mehr zusammen rein. Schwelende Kirche, hast du da schon einen Ort? Schucke. Wir schauen jetzt mal noch, ob wir uns eben bei der schwelenden Kirche, bei der schwelenden Kirche kurz treffen können. Schwelende Kirche, jawollo. Yep. Das ist doch mal schön hier. Wir wollten ja eh ins rote Gebiet. Da würde es dann jetzt auch demnächst bald weitergehen, tatsächlich. Mega schön. So, und dann haben wir das jetzt hier gleich erledigt. Also wir werden es jetzt nicht weiter versuchen. Das ist ja für euch jetzt auch langweilig. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Es funktioniert nicht. Können wir uns darauf einigen. Wir kommen in diesen Legacy Dungeon jetzt nicht nochmal zusammen rein. Das heißt Refugium der Bestie. Was ist denn jetzt das Refugium der Bestie? Ich bin jetzt bei der Kirche. Leute, was ist los? Was ist denn los? Wieso werfen die dauernd mit Namen um sich? Ich bin jetzt bei der Kirche. Ich bleib jetzt auch hier. So. Es ist sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Ich kriege langsam Kopfschmerzen. Es ist sehr schön. So, ne, Chris hat nämlich noch Schwerter für mich, die er mir geben wollte, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Dann lasse ich mir, das will ich ihm jetzt nicht nehmen. Ich habe versprochen, er darf sie mir geben. Es wäre jetzt gemein, wenn ich sagen würde, nee, komm, lass checken. Das machen wir jetzt noch schön. Die Zeit gönnen wir uns jetzt noch. Da können wir ja eigentlich noch ein paar Gegner umbringen. Und danach machen wir uns wieder solo dran. Und erforschen dann die Akademie. Ich sag mal eben kurz, dass wir noch ein bisschen Monster kloppen können. Dann können wir ja jetzt noch kurz Monster kloppen, bis wir durch einen Invade verrecken. Und danach gehe ich wieder solo in die Akademie. So Leute, erste Person ist da. Zweite Person rufe ich dazu, damit wir jetzt noch ein bisschen Spaß haben, gehen wir noch ein bisschen Monster kloppen, ne? Wie sich das gehört, bis uns einer durch den Invade platt macht und dann geht's in die Akademie. Ach hier, cool. Ein Mondschleier, oh, das Mondschleier-Ding. Cool. Und Drachenschuppenklinge. Ich muss mich verneigen, warte. Siehst du, wir verbeugen uns hier gleichzeitig. Wunderschön, wunderschön. Direkt nochmal verbeugen. Ich verbeuge mich gleich nochmal. Vielen lieben Dank an dieser Stelle für diese beiden wunderbaren Waffen. Ich werde sie mit Ehre tragen und ausprobieren. Und würde sagen, lasst uns gemeinsam noch ein paar Monster kloppen. Warte, ich zeig da mal eben nach vorne. Los geht's. Einfach irgendwas kloppen. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Das ist halt wie gesagt eigentlich das nächste Gebiet, in dem wir uns rumtreiben werden. Wir latschen jetzt hier einfach noch ein bisschen rum. Kloppen noch ein paar Monster für die Runen. Und dann schauen wir mal, würde ich sagen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal optisch drauf einstellen. Das ist das, wo wir uns jetzt als nächstes lange drinne herum bewegen werden. Wir waren hier ja schon mal, um eine Rüstung zu farmen, wenn ihr euch noch erinnert. Und ja, hier wird es dann bald hingehen. Und ihr seht, wie wunderbar einladend, Alter, wie übel die alle drauf sind. Wie wunderbar einladend das hier ist, ne? Mit dieser Feuermauer. Ich habe keine Ahnung, wer sie gebaut hat. Finden wir aber auch noch raus. Ich weiß auch nicht, wer das Ding gebaut hat, ne? Wo kommt die her? Warum ist sie da? So. Okay, und das waren hier übrigens die Vögel, die ich fälschlicherweise für diejenigen Vögel vermutet hatte. Aber das sind die gar nicht. Das sind andere Vögel. Und der arme Vogel ist nicht tot. Oh mein Gott, was macht er?
Okay, meine Lieben, der Hahn, er kräht. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne? Lasst wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare, oh mein Gott, und Feedback könnt ihr natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.